wie viel der Reifen arbeitet. Das sind die Sensoren, von denen wir vorhin schon gesprochen haben. Das sind die Relativfähig-Sensoren. Man kann komplett die Nordstadt simulieren. Ich kann das gar nicht halten. Servus Freunde, ich hoffe euch geht's gut. Wir sind hier im besinnlichen Fichtenberg. Wir besuchen heute eine Firma und holen mein Auto wieder ab. Wir sind nämlich heute bei der Firma KW. Denke mal, ihr wusstet es alle, KW macht Fahrwerke. KW gehört aber noch ganz viel. Wir werden da gleich mal drüber sprechen, was KW wirklich alles gehört, weil das ist ganz schön krass. Also ich werfe nur mal BBS in den Raum oder Alco, Fahrwerke von Anhängern, Achsen und so weiter. Also ist schon beeindruckend, aber da gehört noch ganz viel zu, wo man nicht denkt, dass die dazugehören. Wir sind heute damit der lieben Maren verabredet. Maren ist die Vertriebsleiterin der Rennsportabteilung, meine ich. Fragen wir sie aber gleich nochmal genau. Mein Auto kriegt ja oder hat ja ein Competition 4-Fach gekriegt. Die mussten da noch ein bisschen Feintuning dran einstellen, weil ich ja quasi das erste Competition 4-Fach Spec 2 gekriegt habe. Der Luke hat auch schon eins, aber eben nicht ein Spec 2. Deswegen haben die da noch ein bisschen dran rumgestellt und heute holen wir das Auto wieder ab und das Auto kommt gleichzeitig auf den Pulser. Der Pulser ist ein Fahrwerksprüfstand. Was genau der macht, was der kann, das sollen die mal gleich selber erklären, weil das können die nämlich bedeutend besser erklären als ich. Ich weiß nur, dass es ein ganz schön spacey Gerät ist. Ist Formel 1 Technik, also kommt tatsächlich aus der Formel 1. Ja, und dann schauen wir uns mal ein bisschen die Fertigung an. Ein bisschen, wo werden die Fahrwerke gemacht? Können noch ein bisschen über Fahrwerke sprechen. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht und dann gucken wir mal, was wir so für einen Tag haben. Laden die Kiste auf, fahren nach Hause und dann muss ich den Bock einfahren. Schalten jetzt mal rein. So Leute, wir haben jetzt hier erstmal alle sowas gemacht, also alle negativ und auch geimpft und genesen und so weiter. Das ist die liebe Maren. Hallo. Das, sag mal einmal, was du genau machst hier, weil ich habe das eben probiert zu erklären, aber ich glaube, ich habe das Falsche gesagt. Ja, ich bin zuständig für das Brandmanagement bei KW und den Rennsportvertrieb. Ja. Also sprich Brandmanagement, was entwickeln wir für welches Auto und wie vermarkten wir das Ganze im Nachgang und daneben für den Vertrieb für Sonderanfertigungen und Clubsportfahrwerke. Und wir machen heute zusammen das hier. Genau, ja. Wir entwickeln heute unser V5 Racing Spec 2 an deinem Auto weiter. Ist ein bisschen komplexer von der Einstellung her. Deshalb schauen wir, dass wir das erstmal prüfen und Anhaltspunkt haben. Ja, so sieht das Ganze aus. Wir sprechen gleich mal mit den Jungs wahrscheinlich über den Prüfstand, ne? Die wissen genau, wahrscheinlich Bescheid. Gucken wir jetzt erstmal, dass die den hier einpulsen. Ich glaube, die müssen den auch warm fahren. Das haben sie mir letztes Mal schon erklärt. Wir waren ja schon mal hier. Dann gucken wir gleich mal, was hier genau passiert. Und dann gucken wir nochmal, was drinnen in der Fertigung passiert, was hier so für Fahrwerke gebaut werden und wie das Ganze hier so ausschaut. Guck mal, krass ist, wie viel der Reifen arbeitet. Siehst du das? Film das mal. Weil ja viel mehr als ich dachte. Das ist ja, der Reifen ist ja fast die Hälfte des Einfederwegens, Feder der gefühlt der Reifen, nur von der Optik nochmal nach. Also echt stark. Komm, wir gehen mal zum PC. Sag mal, du bist der? Hi, ich bin Felix. Felix. Servus. Hier der Prüfstandsmeister. Genau. Okay. Ja, ich bin als Entwicklungsingenieur hier tätig. Mhm. Kümmere mich hier um kompletten Fahrdynamik-Prüfstand, also komplette Orga. In Rücksprache mit Maren mache ich das immer. Also wenn jetzt am Golf Golfstand GTI ein Fahrwerk entwickelt wird, kommt das Fahrzeug. Da kommt ein Golf GTI direkt von einem Kunden wahrscheinlich uns. Ja, wir beziehen die Fahrzeuge dann entweder vom Kunden direkt, von Händlern oder tatsächlich auch direkt vom Hersteller. Okay. 4-Post und 7-Post. Ich dachte immer, das wären, also ich war gar nicht im Bild. Ich dachte, das sind zwei verschiedene Prüfstände, aber das ist ja alles der gleiche, genau. Richtig? Genau. Das heißt? 4-Post ist letztlich haben wir hier eine 4-Hydraulikstempel, wird quasi eine Bewegung, eine Anregung quasi in die Räder eingeleitet. Wir fahren hier explizit eine frequenzabhängige Sinushubschwingung. Klingt jetzt erstmal kompliziert, ja. Ist letztlich wirklich einfach nur ein Sinus mit einer veränderlichen Amplitude und einer veränderlichen Frequenz. Warum machen wir das? Vielleicht eine ganz andere Frage. Wenn du so über die Straße rollst, hast du natürlich ganz unterschiedliche Anregungen. Und da redet man von stochastischen Signalen. Stochastisch bedeutet nicht wiederholend, nicht gleich, also du hast immer eine andere Anregung. Mhm. Natürlich könnte man die auch nehmen, mit der abstimmen. Ist natürlich aber viel geschickter, viel einfacher, wenn wir die Frequenzen ordnen und dann ein Frequenzband durchfahren. Wir fahren jetzt ein Frequenzband von 1 Hertz bis 20 Hertz durch und innerhalb dieses Bereiches können wir als reiner Dämpferhersteller
können wir mit dem Dämpfer beeinflussen. Ja, und Seven Post dagegen macht Seven was? Seven Post, genau, Seven Post. Das ist jetzt alles Four Post gewesen. Ja. Seven Post bedeutet, wir haben über Brackets, wir können es mal hier hinten zeigen. Das ist jetzt beispielsweise ein etwas älteres Bracket von dem Porsche GT3 R. Das wird, jetzt muss ich kurz gucken, so, das ist jetzt von der linken Seite, ja, wird das so quasi an das Fahrzeug, an das Chassis angeschraubt. Also der hat extra für diesen Prüfstand Anschraubpunkte für dieses... Nein, nein, wir beziehen uns von, auf Anschraubpunkte vom Hersteller. Ah, okay. Unten haben wir dann drei weitere Stempel stehen und sind damit in der Lage, fahrgeschwindigkeitsabhängig eine Downforce, ja, Kompression, sowas. Alles, ja, genau. Dann alles, was quasi das Auto runterzieht. Rollen, Nicken, also Rollen und Nicken-Momente können wir quasi auf das Fahrzeug mit draufbringen. Ihr habt also hinten rechts, hinten links und vorne. Vorne ein, genau. Also vorne. Wir können das Fahrzeug ziehen und über links und rechts können wir drücken. Und natürlich auch Nickbewegungen machen, also Bremsversuche oder Bremsen beschleunigen. Und somit sind wir wirklich in der Lage, Streckendaten, ich sag mal 99,5% schaffen. Also es, man kann komplett die Nordstadt simulieren. Also ist danach, nein, machen wir nicht. Also mir theoretisch möglich, ja. Ja. Wir machen generell immer so 1 bis 2 Minuten Abschnitte. Also Sektoren, was man. Sektoren, genau, und spezialisieren uns dort wirklich auf kritische Bereiche, okay, wo vielleicht schon in den Daten ganz wichtig war, hey, da fährt das Auto nicht gut. Da hat irgendwas nicht gepasst, da war vielleicht zu hohe Radentlastung. 24-Stunden-Rennen, den berühmten Trello auf dem Seven Post Prüfstand. Hier waren wir gerade dabei, das Fahrzeug für die Nordschleife abzustimmen. Wenn wir hier runter sind, nur mal für das Verständnis der Leute, ja, ist das Fahrwerk dann perfekt eingestellt oder muss man sagen, man muss da Feintuning, man, nein, hat jetzt eine Richtung? Nein, nein, also wir sagen immer gerade im Fokus, wir andersrum. Das Fahrwerk kam ja nun direkt aus der Werkstatt. Genau. Natürlich gibt es Erfahrungswerte, aber die Erfahrungswerte basieren natürlich auf einem oder auf vielleicht 2, 3 Fahrzeugen. Aber da war vielleicht die Gewichtsverteilung ein bisschen anders. Ja, jedes da war vielleicht der Reifencompound war ein anderer. Da war die Felge anders. Da war auch die Übersetzung von Rad zu Dämpfer anders. Mhm. Also sind das alles Richtwerte. Mit den Richtwerten erstellen wir quasi Dämpfer. In dem Fall die Competition-Abteilung hat ja einen Dämpfer erstellt. Oder 4 Dämpfer. Und wir sind jetzt hier am Prüfstand, um dieses Setup quasi in einem Feinschliff zu verpacken. Das, was wir dir mitgeben, die Setups, das sind Empfehlungen an den Kunden, beispielsweise wenn du jetzt fährst oder jemand anderes fährst, ist ja ein ganz anderes Empfinden. Der eine fährt lieber mit ein bisschen Untersteuern, der andere mag es, wenn es eher ein bisschen übersteuert. Also es ist einfach eine Richtlinie, das ist eine bei Richtlinie. So einem neuen Fahrwerk muss genau, man erst mal gucken, wo genau, man steht. Genau. Und der Prüfstand ist für uns ja wirklich ein super geniales Abstimmtool oder Entwicklungstool. Hat das jeder Dämpferhersteller in Deutschland, Europa oder ist das wirklich was? Was schon ja, speziell also, ist. Natürlich gibt es auch andere Hersteller, die Prüfstände haben. Bekannt sind die Prüfstände eigentlich aus der Formel 1. Das ist tatsächlich auch ein ehemaliger Formel 1 das Prüfstand. Ich habe das schon mal angerissen eben. Von wem kommt der? Von Honda war das, ne? Genau. Man kann sich jetzt nicht einfach so einen Prüfstand hinstellen. Man muss sich vorstellen, es gab den Prüfstand, aber das Gebäude gab es noch nicht. Mhm. Also wurde zu dem Prüfstand erstmal ein Gebäude gebaut. Ja. Dann sehen wir unten auch ganz gut, der Prüfstand, aufgrund der Tatsache, dass wir so einen Frequenzbereich durchfahren, ja, ich meine, man hat das eben krass gesehen an dem Flügel. Also ich wusste ja schon immer, dass der Flügel ja auch Formel-1-Technik ist, weil desto schneller du fährst, desto weiter biegt er sich da runter. Aber hier auf dem Prüfstand ist das schon wild. Also da muss man, glaube ich, nochmal dran. Ja. Ja, der Prüfstand muss natürlich vom Gebäude entkoppelt sein. Also du hast da unten noch ein Ausgleichselement, 60 Tonnen, nur um da auch mal ein Gefühl zu bekommen, wie groß und wie schwer das Ding ist. Dann hast du noch einen Maschinenraum, das Geräusch, was die ganze Zeit im Hintergrund löst. Das man gewöhnt sich dran. Hydraulikpumpe, ne? Das ist die Hydraulikpumpe, genau. Was kostet so ein Prüfstand, bis der hier fertig steht? Also mit allem, weil das brauchen wir ja alles. Ja, dann kommt ja noch auf das Gebäude drauf an. Ja, sagen wir mal, so roundabout. Du hast nichts, du hast eine Grube. Genau, nicht mal die, ja. Ich würde sagen, 5? 5 Millionen. Was ich noch gehört habe, ist, dass der Unterhalt auch nicht ganz günstig ist, ne? Der Unterhalt, ja. Du musst jährlich einen Service machen, aber dann hast du natürlich auch Verschleißteile, also Ölverschleiß, Maschinenverschleiß. Die Schläuche müssen irgendwann auch mal getauscht werden. Was ist jetzt, wenn jetzt irgendjemand sagt, hier, ich habe ein Fahrwerk, vielleicht auch von euch, und ich will da Setup haben, will da eine Richtung. Kann man sich einmieten hier? Oder? Ja, also wir bieten für jeden Kunden, bieten wir den Prüfstand an. Ja. Da einfach mit der Ware in Verbindung setzen, ja, genau. Und weißt du, was das kostet? Ich fand, das ging dafür, dass das ein ganz schöner Aufwand ist. Ja, der Aufwand, du hast ja vorhin gesehen, also gerade auch Vorbereitung, ja, ja, der Prüfstand. Also mit Prüfstandsingenieur kostet ein Tag
3.500. Ja, 3.500 netto, ne? 3.500 netto kommt also noch die Mehrwertsteuer drauf. Genau, aber da hast du dann auch dich dabei? Ich bin dabei oder der Julian ist dabei. Ja, dann geht das los. Dann macht man einen Termin mit mir aus, das geht dann relativ schnell. Ich frage dann noch ein paar Sachen ab, gehe dann natürlich auch Kundenwünsche ein. Beispielsweise, wenn es irgendwie ein Problem gab mit einem bestehenden Fahrwerk, beispielsweise du hättest mir jetzt gesagt, hier, die Kiste, die untersteuert, gnadenlos. Ja. Dann hätte ich das Setup eingestellt, mit dem du zuletzt gefahren bist, wo der Fehler aufgetreten ist. Hätte mir das in den Daten angesehen und dann wäre ich mit dir peu à peu dort weitergegangen, hätte dir die Daten gezeigt, gesagt, hier ist was, hier habe ich was gefunden, Fehlerkombination passt vielleicht nicht. Und wir gucken uns auch oft die Rohdaten an, also die Daten direkt, die der Prüfstand ausspuckt. Ja. Vielleicht hast du aber auch ein Problem dann mit deiner Kinematik. Ja, es reibt vielleicht zu sehr oder so in die Richtung. Sagt der Prüfstand dir denn nachher so, das ist jetzt gut oder sind das Werte und du weißt aus deiner Erfahrung, das ist gut? Zweiteres. Also ist jetzt nicht wie bei so einem, ich sag mal so, Werkstatt-Achsmessstand, der dann sagt, alle Werte grün, so kann der raus. Nein, das geht nicht. Wir können ja gleich mal, wenn wir ein bisschen weiter sind, mal drauf gucken, genau, was wir da für Werte überhaupt haben. Dann können wir es auch mal vergleichen beispielsweise. Ja, genau. Können wir vergleichen. Wie das Fahrzeug am Anfang stand und wo wir rausgekommen sind. Ich habe noch eine Frage. Ja. Wenn man andere Spurplatte drauf macht, ja, ändert sich alles dadurch, weil ja der Hebel ein größerer ist auf das Fahrwerk? Was sagst du denn? Ja, ich sage persönlich ja. Ja. Ja, ne? Also ist auch immer, ich sehe das immer, auch selbst die ET verändert. Ja, ja, ich meine halt gerade an der ET Nordfahrt ist ja das gleiche letztlich. Genau, ja. Der Hebel ändert sich. Stumpfes Beispiel, der Hersteller liefert beispielsweise das Fahrzeug mit einer 8x19 ET52 aus. Mhm. Jetzt sagst du, cool, jetzt bauen wir erstmal den ET45 drauf. Hast du schon mal 7 mm. Ja. Mhm. Und die 7 mm, klar, es sind nur 7 mm, aber im Übersetzungsverhältnis ist das schon... Das ist schon, du veränderst auf jeden Fall was. Und rein theoretisch, wenn du es ganz exakt nimmst, müsstest du, wenn du entsprechend breitere Felgen fährst oder Spurplatten, müsste man eigentlich doch eine Runde drehen, weil das Fahrzeug wirkt natürlich weicher. Wenn ich denn als Laie ein Fahrwerk bei euch kaufe, sagen wir mal so ein Competition-Fahrwerk und es ist nicht hier drauf, wie gehe ich denn am besten vor, das Versuchen selbst einzustellen? Also sage ich, ich fange erstmal an irgendwie an der Vorderachse, fange da erstmal an mit Zugstufe. Vor allem bis zu welchem Fahrwerk kannst du das? Mit Zugstufe oder ist das generell unmöglich? Also, ich würde sagen, als Laie, fangen wir vielleicht doch mal wirklich an, als Laie schaffst du es auf jeden Fall, ein Zweifach-Fahrwerk gut abzustimmen. Mhm. Sagen ja auch alle, Zweifach ist ja auch ein Gegensatz möglich. Also, ne? Zweifach, vielleicht nochmal kurz als Erklärung, klassisches V3-Fahrwerk, das kriegst du sehr gut abgestimmt. Ein Dreifach kriegst du auch noch gut abgestimmt, weil da hast du ja Druck Highspeed. Ja. Druck Highspeed kriegst du auch noch ganz gut abgestimmt, weil da merkst du beispielsweise, wenn du eine schnelle Kurve, also eine S-Kurve beispielsweise, und einen schnellen Lastwechsel hast, wie reagiert er? Schiebt er über die Vorderachse? Wie verhält er sich? Stützt er sich ausreichend an? Oder wenn du über den Körb fährst? Ja, das fand ich bei Tom seinen Zweifach, ich habe das Dreifach XR bei mir im M4, das fand ich den größten Unterschied, wenn du über Curbs gefahren bist. Klar, weil das Andenken ist gleich, weil du halt da nur im Low-Speed-Bereich quasi hast, aber sobald da Curbs kommt oder was Schnelles dazu kommt, dann hast du halt echt, da merkt man die High-Speed-Stufe doch schon. Ja. Und Zug-High-Speed, das ist schon ein Stück schwieriger. Bedeutet der Zug-High-Speed, wann hast du denn eine Zug-High-Speed-Anregung? Beispielsweise, du hast eine Zug-High-Speed-Anregung, wenn du auch über ein Schlagloch fährst, wie schnell kommt der wieder raus? Kannst du ja gar nicht. Aber wie, wann merkst du das? Du merkst du eigentlich auch, wenn du, bestes Beispiel oder gutes Beispiel, du fährst über den Körb und du fährst wieder vom Körb runter, wie schnell hast du wieder Traktion? Das Vierfach von Tom ist ja jetzt schon von der Ventiltechnik eine ganz andere wie das Dreifach EXR. Das in Welten natürlich. Was ist denn du hast ja auch einen Ölüberströmkolben und das ist ja ein Verdränger. Was ist denn da so der... Ich verstehe auch nicht. Lässt sich das irgendwie aufzeichnen, damit man das... Der Unterschied zwischen dem System an sich? Ja, zu dem System an sich. Also du hast einen sogenannten ölüberströmten Kolben. Du verdrängst noch dein Öl durch den Kolben. Weißt du, auch die meisten kennen nur, da muss Öl durch irgendein kleines Loch und umso größer das Loch ist, umso schneller geht das Öl dadurch. Und beim Verdränger, wie der Name schon sagt, er verdrängt 100% vom Öl. Ja, perfekt. Dann sollten wir mal weitermachen, weil sonst sitzen wir noch heute Nacht hier wahrscheinlich. If
if I'm being honest, loving you the hardest thing to do, so I keep to myself. I feel like I'm falling in and out of consciousness, yeah. Now we're starting to talk less, killing all the progress. Really hard to process, you treat me like an object. Baby, we toxic, can we stay on topic? I feel like we're lost. Was siehst du jetzt? Während der Messung siehst du gar nichts, oder? Doch, ich sehe die Live-Daten, aber die gucke ich mir. Das bringt nichts, ja? Das bringt nichts. Drei Bildschirme, eigentlich relativ easy. Du hast hier die Prüfstandssteuerung, hier hast du die Auswertung liegen und das ist quasi unsere Tabelle mit all unseren Daten. An denen du dann festmachst, ist genau. Gut oder ist schlecht. Genau. Das sind jetzt die Rohdaten, die wir gemessen haben. Was sehen wir? Radlasten. Ja. Viermal. Wir sehen Auffahrbeschleunigung Vorderachse, Auffahrbeschleunigung Hinterachse. Was heißt das? Das sind die kleinen Beschleunigungssensoren, die da unten sind. Ah, okay. Und die messen einfach nur? Das ist die Beschleunigung, die Auffahrbeschleunigung. Dann als nächstes Analog Input 3 bis Analog Input 6. Kannst du da jetzt schon was mit anfangen, wenn du das so siehst? Oder sind das ja, auch? Kannst schon ein bisschen was mit anfangen. Also du siehst beispielsweise in der Serie, kriegst du so einen Verlauf wie hier, eigentlich nie hin. Ja. So ein schön. Ah, das ist schön, er soll linear. Ja, er soll schon linear sein. Das Problem ist, in der Serie ist dann irgendwann hier, cuttet er so ab. Weil er nicht mehr kann. Nee. Was hast du denn für ein Elastomer über dem Dämpfer? Das Gummiumlager. Das Gummiumlager oben. Genau. Da geht zu viel Energie, dann muss das Gummiumlager aufnehmen. Und das kann es nicht. Und das kann es nicht. Und dann, nee, das wappelt einfach. Das wappelt einfach. Ja, okay. Du hast halt einen Univolt. Das sieht halt ganz anders aus. Wobei der ja da auch so einen kleinen Knick hatte, ne? Ja, aber das ist vollkommen okay. Was wir jetzt hier beispielsweise sehen, das sind die Sensoren, von denen wir vorhin schon gesprochen haben. Das sind die Relativfähig-Sensoren. Und jetzt sehen wir hier, positiv ist unsere Zugstufe, negativ ist hier unsere Druckstufe. Du hast sehr saubere Verläufe. Ja. Jetzt sehen wir auch über den Sweep hinaus, dass es sich quasi bei 20 Hertz etwas rausdrückt. Bedeutet, wir sind etwas drucklastiger. Hat was zur Folge? Die Vorderachse kann schon auch ein bisschen zuglastiger abgestimmt werden. Tom, willst du vielleicht einmal kurz erklären, was du da gerade machst? Reifen wechseln. Ja. Warum? Weil wir jetzt nochmal ein Setup für AR1 machen, weil die Retzer sind ja öfter nicht lieferbar. Und deswegen machen wir jetzt noch ein AR1 Setup. Und dann gucken wir mal, wie der Unterschied ist, alleine von der Reifenflanke vom Bump her. So, Auto hat jetzt gerade neue Federn bekommen. Weichere, 20 Minuten weichere, war das? Weil er sagte, ich habe von der Fahrwerkssteife, von der Gesamtsteife, ist es jetzt wie ein GT3 Auto auf der Grand Prix Strecke. Also, da wir natürlich die Nordschleife fahren, ein bisschen heavy. Kam jetzt hier gerade ein Mechanikerteam an und hat immer schnell 10 Minuten alle Federn gewechselt. Sehr gut auf jeden Fall. Und jetzt gucken wir mal, jetzt geht gleich der nächste Prüfstandslauf weiter. So, spring rein. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Kann ich direkt rausfahren, ob es passt. Also was? Maren sagt, hier sind schon Leute ohnmächtig geworden? Nein. Aber könnte. Nee, also man kann sich übergeben. Ah, übergeben war das. Perfekt. Tell something. Deine letzten Worte. Ich fühle mich ein bisschen wie so eine Achterbahn, die jetzt Klick macht und dann losfährt. Du bist auch angeschnallt, ne? Nein. Nein, okay, perfekt. Stimmt, ich bin nicht angeschnallt, das wisst ihr. Zu spät. Irgendwelche letzten Worte? Boah, das fühlt sich aber jetzt hier an. Scheiße! Ich kann das gar nicht halten! Jetzt geht's wieder! Nicht, dass das Schnelle war nicht schlimm, aber das... Das Langsame, ja, das durch die Markt eigentlich ganz durch. Weil du da halt so komplett bumm in alle Richtungen des Lebens. Aber das ist eine Strecke. Genau. Ja. Ey, aber so fühlt sich das nur an, wenn ich über einen Feldweg fahre.
Also wir haben gerade festgestellt, es ist ganz gut jetzt zu wissen, es ist auf jeden Fall keine Schraube mehr los im Auto, die irgendwo rumfliegt oder rumklappert. Es klappert wirklich gar nichts. Also das ist schon sehr gut. Ja, ansonsten, wir sind jetzt fertig, oder? Yes. Ja, ne? Ja. Und? Ja. Ja, das ist ein einfaches Auto. Dauert das sonst länger, weil du es so gesagt hast? Krass. Ja, ja, manchmal dauert es echt, gerade wenn du normal Dämpfer rausziehen musst oder viel wir sind geschult. Schultes Fachpersonal. Wie zufrieden bist du denn jetzt? Sehr. Ja? Also wirklich? Oder sagst du das jetzt nur? Nein, also jetzt rein von den Ergebnissen her bin ich echt zufrieden. Okay, also cool. Wir konnten im Bereich des Pitchverhaltens sehr viel machen. Wir gehen gleich mal auf die Daten ein. Ja. Radlastverläufe sehen sauber aus. Cool. Gucken wir uns gleich die Daten nochmal an und dann gehen wir rüber. Geht schon. Achso. Wir sind on air. Du hast gesagt, warte mal. Ja, er sollte warten, aber trotzdem weiter. Ja, perfekt, ich habe weitergeredet. Nein. Kannst starten. Starte mit der Präsentation. Okay. Aber denk dran, für normale Menschen. Ja, was haben wir heute erreicht? Gucken wir uns die Daten mal an. Fangen wir vielleicht mal bei den Basics an. Wir haben heute mit einer Federsteifigkeit auf der Vorderachse von 140 Newton pro Millimeter angefangen, auf der Hinterachse mit 150 Newton pro Millimeter und konnten hier ein Setup ermitteln, was, sage ich mal, sehr sportlich ist, was wahrscheinlich eher für Grand Prix-Strecken geeignet ist und sind dann zu der Erkenntnis gekommen, einfach nochmal einen Federschritt runter zu gehen, haben aber dort schon gesehen, dass der Federsplit zwischen Vorderachse und Hinterachse sehr gut passt. Das sieht man einfach daran, wie sehr das Auto liegt während unserer Messvorgänge. Federstärke, das ist für uns alle die Federrate. Die Federrate. Ja. Habe ich Federstärke gesagt? Federstärke gesagt, ja. Nein, ich meine auch die Federrate. Ja, wir sind dann mit der Federrate runtergegangen auf 120, 130, also haben die Federrate um 20 mm verringert, mussten natürlich dann das Dämpferclicking stückweise anpassen und konnten dann, man sieht es jetzt hier an der Aufbau-Eigenfrequenz, die Aufbau-Eigenfrequenz symbolisiert oder stellt uns dar, wie straff der Aufbau. Also quasi, wenn du im innen drin bist, wie hart es ist. Ja, auch die Federn sind ja neben deinem Stabilisator auch dafür verantwortlich, wie die Rollabstützung funktioniert. Also wie das ganze Auto sich genau. hin und her bewegt. Desto höher der Wert ist, desto schlechter bewegt es sich hin und her. Desto weniger. Und konnten tatsächlich jetzt 0,2, klingt jetzt erstmal relativ wenig, aber das ist schon ein relativ großer Schritt, den wir hier erreicht haben. Ja. Desto weniger, also desto mehr sich das Auto wankt, desto mehr mechanischen Grip hast du auch. Genau, das werde ich jetzt angesprochen. Ah, okay, erst dann habe ich es gesagt. Was war natürlich der Hintergrund, warum sind wir mit den Federn runtergegangen? Ja, Schlüsselwort ist einfach mechanische Traktion, sagen wir dazu. Also bedeutet im Umkehrschluss Grip. Also wir wollen ein rollsteifes Fahrzeug, aber sehr viel mechanische Traktion. Okay. Also Traktion generieren. Mit dem Schritt, den wir jetzt runtergegangen sind, konnten wir trotzdem eine sehr gute Abstützung schaffen, aber hier in den Traktionswerten. Jetzt nochmal, wir gucken uns hier die Radlastschwankungen in unterschiedlichen Frequenzbereichen an und die maximale Radentlastung und sehen halt hier wirklich, wenn wir jetzt mal sagen, wir haben eine maximale Radentlastung hier von 53%, hier jetzt von 48,7% bei der 150er Messung. Quasi eine maximale Radentlastung von 53% oder von 50% wäre das nur die Hälfte des Fahrzeuggewichts mehr auf der Straße. Das ist sogar richtig, ja. Was heißt hier, das ist sogar richtig? Also, ich habe hier den Affen, der klatscht schon nicht mehr, der ist nur noch da, aber der okay, perfekt, dann habe ich das auch verstanden und das haben die Leute mit Sicherheit auch verstanden. Und man sieht es aber jetzt auch hier, wenn du dir die Radlastschwankungen über den Frequenzbereich anguckst, also jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Wir gucken uns nicht die Radlastschwankung hier explizit an, sondern wir gucken uns die Standardabweichung der Radlastschwankung in Bezug auf die statische Radlastung. Das hat niemand verstanden. So. Hast du das verstanden? Nee. ganz kurz, das sind die Radlastschwankungen. Und selbst hier sehen wir ganz stark, dass der Sprung mit der Feder und mit dem angepassten Setup uns mehr Traktion geschafft hat. Vielleicht nochmal hier ganz kurz dazu. Generell sieht man jetzt Stroke Average, wie der Name schon sagt, dass unser Fahrzeug eher drucklastig abgestimmt ist, sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterachse. Was bedeutet drucklastig? Drucklastig, dass du mehr Druckstufendämpfung fährst. Okay. Das ist sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterachse.
Bei BMW bin ich eh ein Freund davon, die Hinterachse nicht so zuglastig abzustimmen. Hat einfach auch ein Traktions- bisschen, oder ist ein Traktionsthema. Weil Autos hinten leicht und so weiter. Es hat eher was mit dem Unter- und Übersteuerverhalten zu tun. Und natürlich auch mechanische Traktion, also Grip-Niveau. Mhm. Und da du ja Heckantrieb hast, macht das Sinn, natürlich hinten viel Grip zu haben. Ja, und mit der Zugstufe vorne musst du natürlich auch etwas aufpassen, weil du kannst natürlich auch gleich mal, wenn du zu viel Zugstufe fährst, ins Untersteuer reingehen. Mhm. Genau, positiv zu erwähnen, wir haben uns am Anfang die grafischen Verläufe angeguckt, ja, von der Radlastschwankung. Und da war auffallend, dass wir bei 8 Hertz, noch, sage ich mal, so einen kleinen Knick drin haben. Das lag daran, weil wir noch ein relativ starkes Pitchen im Fahrzeug selbst hatten. Das konnten wir... Erklär mal gerade das Wort Pitchen. Pitchen, Nickbeschleunigung, Nickverhalten. Ja, also... Genau. Mhm. Und das konnten wir sehr gut beheben. Also wir sind jetzt quasi dahingehend, haben wir wieder mehr mechanische Traktion generieren können. Und wir sind für unseren Teil sehr zufrieden. Ja, cool. Vielen Dank erstmal, dass wir hier sein durften. Dass wir das ein bisschen mit anschauen durften. Und wir gehen jetzt mal hoch in die Fertigung der lieben Maren, die uns hier den ganzen, die hat quasi Kinderbetreuung den ganzen Tag. Rasselbande. Also, jetzt stehen wir vorm KW-Hauptgebäude. Ich befürchte aber, das Video war schon ultra lang. Und diesen Teil werdet ihr jetzt nächste Woche sehen. Das heißt, auf jeden Fall abonnieren und dranbleiben. Ja? Lasst mal einen schönen Kommentar da, wie euch das gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächste Woche, wenn wir mal schauen, wo so die Fahrwerke gebaut werden, Lagersystem, wer die baut, was für Fahrwerke, welche Unterschiede. Macht's gut. Ciao, ciao.